Und damit herzlich hallo auf dem Let's Play Schwesterkanal, könnte man sagen. Wir wollen nicht lange um den heißen Brei herumreden. Ich bin gespannt, ob das hier so funktioniert, wie es soll, oder ob ich jetzt komplett meine ganze YouTube-Existenz bombardiere. Aber wir werden sehen. Kommen wir gleich zum Kern der Sache. Wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr mich schon länger auf dem anderen Kanal verfolgt habt, dann Octopath Traveler Demo-Version, Octopath Traveler Demo-Prolog und Octopath Traveler das gesamte Spiel durchgezogen ohne Ende. Ich weiß nicht, sehen wir da irgendwelche Zeiten? Nein, dazu müsste ich jetzt gefährlich in meine Accounts reingehen, es ist eine Menge Zeit in Octopath Traveler vergangen. Und jetzt macht Square Enix den gleichen Scheiß nochmal mit Bravely Default 2. Ein Spiel, wo ich mir damals beim Vorstellen im September dachte, ja, das da sieht schon geil aus. Aber dann habe ich die Ingame-Grafik gesehen, dachte mir, müssen das so komische 3D-Figürchen mit Bubbelkopf sein? Kann das nicht einfach wie Octopath Traveler aussehen? Und jetzt war heute noch eine weitere Direct, eine Direct Mini, weil ja gerade niemand irgendwas voll machen kann. Und es kam wieder Bravely Default 2 und ich dachte mir, mein Gott, schon wieder diese bekloppten Gummimännchen mit ihren aufblasbaren Köpfen. Und dann wurde ein bisschen was von der Umgebung gezeigt und dachte, sieht leider geil aus. Abgesehen von diesen komischen Bobbelmännchen. Von daher hatte ich überlegt, wird's dann doch relevant, das Spiel für mich oder nicht? Und dann meinte die Direct, ey Leute, Demo-Zeit! Und jetzt sitze ich hier und sag, hey Leute, Demo-Zeit! Von daher, Demo-Zeit. Ich bin mal gespannt, wie das Spiel so ist. Ich meine, im Prinzip wird's wahrscheinlich wie Octopath Traveler, nur mit anderer Grafik sein. Davon gehe ich irgendwie aus, weil gleiches Team und so. Das Witzige ist, der Kristall, den sie da hat, der erinnert mich so ein bisschen an den Kristall, der Korn-Figur beilag. Von der ich noch das Unboxing-Video schneiden und hochladen muss. Spoiler. Ja, die ist hier vor fast einer Woche angekommen, vor 5 Tagen, aber ich musste erst meinen Computer reparieren. Er ist jetzt schon wieder ganz, aber auf andere Art und Weise kaputt. Von daher, ich bin gespannt, ob der Ton die gesamte Demo über aufnimmt oder ob ich dann irgendwann mittendrin sagen muss, Leute, ab hier wird nachsynchronisiert. Jetzt ist aber genug mit drumherum Gerede. Ich schwafel jetzt schon wieder 2-3 Minuten. Gucken wir uns mal die Demo an und hoffen, dass der Monitor vor mir nicht zu laut ist. Nö, das mache ich mal mit meinem normalen Account. So, hier geht's jetzt erstmal los. Erstmal den Titelbildschirm auschecken. Weil der war bei Octopath Traveler echt geil. Nun habe ich das Problem, dass ich von Bravely Default keine Ahnung vom ersten Teil habe. Von daher kann ich nicht wirklich sagen, ob das jetzt irgendwie daran angelehnt ist oder nicht. Die Musik ist auf jeden Fall nett, aber noch nicht so mitreißend. Wie bei OPT. Aber egal. Lassen wir dem Ganzen mal seinen Minimalismus. Vielleicht wird das später noch anders, ich glaube nicht. Aber ich finde es nett, dass das hier immer von hell zu dunkel wabelt. Kann man machen. Aber okay, ist ja nicht so, als würde mir irgendwie großartig eine andere Wahl bleiben. Neues Spiel. Vielen Dank, dass du die Demo heruntergeladen hast. Dies ist eine spezielle Version von Bravely Default 2, die es dir erlauben soll, dich mit dem Spiel vertraut zu machen. Ja, darauf habe ich es abgezielt. Ja, danke. Die Handlung hängt nicht mit der des Hauptspiels zusammen. Ach, das ist ja mal interessant. Außerdem sind die Kämpfe etwas anspruchsvoller, um dir die Gelegenheit zu geben, die Fülle an Jobs und Fähigkeiten auszuprobieren und den Umgang mit den Befehlen Brave und Default zu üben. Viel Spaß beim Experimentieren und Spielen. Ja, okay, ich hoffe, es ist jetzt nicht zu anders als Octopath Traveler. Zumindest das, was ich in der Direct gesehen habe, war jetzt nicht wirklich. Entweder benutze deine Boostpunkte oder benutze nicht, sorry, Bravery Points. Aber ich habe irgendwie eine minus 3 gesehen. Vielleicht kann man die Bravery Points auch negativ nutzen.
Feuer, Wasser, Wind und Erde. Wasser. Erde. Feuer. Luft. Vor langer Zeit lebten alle vier Nationen zusammen in Harmonie. Doch dann erklärte uns die Feuernation den Krieg und alles änderte sich. Ich meine... Vier Kristalle, um die Welt auf Grabenkurs zu halten. Über sie zu wachen, ist die heilige Pflicht der königlichen Familie von Musa. Doch dann, eines Tages, wird das Königreich überrannt und in Trümmern gelegt und die Kristalle werden geraubt. Seitdem ist nichts mehr, wie es einmal war. Die Nationen der Welt wurden von unzähligen merkwürdigen Ereignissen heimgesucht. Gloria of Musa, at your service. Danke. Aber es gibt Hoffnung. Prinzessin Gloria konnte fliehen und hat sich nun vorgenommen, alle vier Kristalle an ihren rechtmäßigen Platz zurückzubringen. Somit will sie ihre Pflicht als einziger verbleibender Spross ihrer von Unglück verfolgten Familie erfüllen. Ihre Suche war beschwerlich, aber unterwegs haben sich Freunde zu ihr gesellt. Next one in the line is... Der Held unserer Geschichte, ein Seefahrer unbekannter Herkunft, der an die Ufer dieser Welt gespült wurde. Ah, okay, er sieht also aus wie Sora, hat aber die Backstory von Link's Awakening Link. The Link of Dreams oder so, keine Ahnung. Der Name dieses jungen Wanderers, Seth. Seth, wir nennen ihn mal Seth. Das klingt ägyptischer. Dann kommt er mir sympathischer vor, weil momentan finde ich, ist er der langweiligste der Charaktere. Aber gut, ich weiß ja noch nichts von ihm, von daher, ich lasse mich überraschen. Ich habe ja Cyrus damals auch langweilig gefunden und am Ende, ja. Das Octopath Traveler Let's Play ist übrigens auf dem anderen Kanal. Ja, das wird jetzt eine Weile sehr, sehr seltsam. Ich mache am besten einen Link in die Beschreibung zur Playlist. Das ist auch schon abgeschlossen, von daher, keine Sorge, kann man am Stück bingen. Ah, okay. Na passt ja, Seth ist auch Gelehrter, so wie Cyrus. Ein Gelehrter, der die Geheimnisse eines Buches aufdecken will, das ihm sein Meister hinterlassen hat. Das ist nun wirklich fast wie Cyrus, nur hat er da quasi seinem Großmeister das Buch unter der Nase wegklauen wollen. Dann kam der Großmeister zuvor und im Prinzip war es doch wer anders. Und Twist, 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 Twist. Darf ich übrigens anmerken, dass vier Kristalle irgendwie nach halb so viel Story aussieht wie in OPT? Ich bin mal gespannt, wie das so wird. Ich habe auch so ein bisschen Angst, dass die Welt ein bisschen kleiner wird, weil sie jetzt aufwendiger gestaltet ist. Ich meine nicht, dass das Octopath Traveler jetzt irgendwie lame gestaltet war, aber der Stil, den Octopath Traveler hatte, gibt nun schon wirklich Möglichkeit, ich will nicht sagen zu schlampen, aber die Sache ein bisschen leichter anzugehen. Ich meine, es sah nicht... Ihr wisst, was ich meine, oder? Pixel Art ist jetzt ein bisschen einfacher als komplett 3D-gedingstes Zeug. Der unbezähmbare Elvis. Mit dem Namen werde ich noch Probleme haben, aber ich finde ihn lustig. Alright, mate. Und eine junge Söldnerin, die von Elvis angeheuert wurde, um ihm zu helfen, die mysteriösen Steine zu finden, die als, was? Asterix bekannt sind. Das ist jetzt natürlich sehr, sehr ungünstig, weil ich glaube, heute oder gestern ist der Zeichner von Asterix gestorben. Aber okay, Asterixe. Sind übrigens auch die Sternchen, die man halt Sternchen nennt. Kennt ihr Sternchen, Raute, Sternchen auf dem Telefon? Also mittlerweile ist das Raute Hashtag, aber die Sternchen heißen Asterix, soweit ich weiß. Ah ja, die herrlich gefährliche Adele. Okay, das wird schwer ihr zu widerstehen. Wir stoßen zu dieser bunten Schar Abenteurer, als sie nach einer anstrengenden Wanderung über den sengenden Sand endlich die Stadt Savalon erreichen. Yeah! Die Karte sieht auch kleiner aus. Ich bin euch bescheuert. Weiter unterdrücken, vergiss es. Überspringen wir ja auch nicht. Weißt du, ich kann jetzt schon sagen, das ist wie Pokémon aussehen will. Aber es einfach nicht schafft. Sie haben versucht, den gleichen Stil zu machen, aber sind grandios gescheitert. Also Leute, so sieht's aus, wenn man es richtig macht. So, this is Savalon. Nur bei den Körperproportionen kriege ich noch das Kotzen. Vielleicht gewöhne ich mich dran. So, das ist Savalon. Das wird für mich jetzt auch sehr interessant, wie viel ist synchronisiert und wie viel muss ich labern.
Crossing that desert was pretty tough going. You okay, Gloria? Oh, I've been through far worse. Ja? And besides, it's not me we should be worrying about. To see dear old Savalon half submerged like this is, well, it's a shock, to say the least. It's because of one of the crystals, right? It would seem so, yes. The water crystal is here. I'm certain of it. It's a wee bit sweaty around these parts, eh? I could do with a little something to wet the old whistle. Oh, der ist sowas von schottisch. Ich war mir noch nicht ganz sicher mit seinem Akzent, aber ich glaube, er ist Schotte. Und ich finde das gerade extrem geil, weil ich mir gerade eine Menge David Tennant-Zeug angesehen habe. Wenn ihr mal einen Schotten fluchen sehen, hören wollt, müsst ihr mal... Oh, wie war denn das? Jezza, kennt ihr wahrscheinlich von Drawer Jezza. Der hat einen YouTube-Kanal zu finden unter Jezza. Und da hatte der Anfang des Jahres eine Competition, wo man seinen Kanal gewinnen konnte. Für einen Tag. Da konnte man dann sein eigenes Video hochladen, seinen eigenen Kanal bewerben. Und sein Kameramann kommt aus Schottland und hat selber ein Bewerbungsvideo eingereicht. Und bei der Auswertung irgendwo, bei den Honorable Mentions, ist unten in der Beschreibung ein Link zu dem Video. Guckt's euch einfach mal an. Ich zum Wegschmeißen. So what I'm gonna do is just get a couple of wee art supplies and make a wee video for you. And then you can put it on your channel, cause if you don't, I'll kill you! So first I'm gonna start by finding a piece of paper. Where the f*** is all the paper at? Where have I put it all? Oh, nah, that looks like expensive shit. I don't wanna use that. You're pointless, repetitious and extremely dull. Oh my god, weiter. A little something from the tavern, you mean? Now there's a fine suggestion. You're a woman after my own heart. Lead on, lassie. The first round's on me. I hate to break it to you, but we have more important things to be getting on with. Just think, though. The first drink will taste all the sweeter once we've done something to earn it. Aye. I suppose you're right. Now let's take care of business first. Then we can get down to some serious pleasure. Was? Sie so, oh mein Gott, wer hat mich da angeheuert? Ich habe so eine Vermutung, dass sie mein Lieblingscharakter wird in dem ganzen Ding. He really does make it too easy. Aye. Hey guys. So, you find anything out? Aye. I ran into a chatty local who was more than happy to spill the beans in exchange for a few coins, eh? Seems the place suddenly started filling up with water about 2 years ago. Everyone was delighted at first. They thought it was a blessing, in fact. But then the water level just kept rising and rising, and as you can see, now half the city is submerged. Only fish and waterfowl will be able to live here if this carries on. It would seem that Savalon's troubles began at around the same time the crystals were stolen from my kingdom. One of them was brought here. There is no doubt about it. Sure seems that way, huh? All right then. Let's split up and try to find out some more about what's been going on. Okay, ich kann also, dass das automatisch weiter kann ich kontrollieren. Solange die reden, kann man das ja machen. Wobei ich gerne das unter Kontrolle habe, damit ich mittendrin ein paar blöde Kommentare einwerfen kann. Leute, die Octopath Traveler gesehen haben, werden das wahrscheinlich noch wissen. Ich mich dann teilweise eine Viertelstunde über die Storyentwicklung aufgeregt habe, weil die überhaupt keinen Sinn ergeben hat oder einfach nur einen Haufen Zufälle an einer Strippe waren. Egal. Fortschritt im Spiel. Benutze L, um dich zu bewegen. Nein, wirklich, das wäre ich... Oh. Ups. Halte B gedrückt, während du dich bewegst, um zu rennen. Das ist schön, das ist wie damals in Pokémon. Heutzutage gibt es das leider nicht mehr. Und ich drücke trotzdem jedes Mal, wenn ich renne, B. Einfach nur aus Gewohnheit. Ah ja, und Zelda, da ist man, glaube ich, auch mit B... Ja doch, oder? Ist man damit gesprungen? Nee, man ist mit X gerannt, oder? Ich weiß nicht mehr. Warum weiß ich das nicht mehr? Egal. Drücke X, um das Menü zu öffnen. Siehst du?
Das Spiel weiß auch nicht, wo der Menüknopf ist. Pack das doch mal bitte aufs Plus, Leute. Dort hast du die Möglichkeit, Ausrüstung und Jobs zu wechseln, dein Spiel zu speichern und vieles mehr. Gut. Das Symbol Ausrufezeichen in Speechbubble zeigt einen Charakter an, mit dem du sprechen musst, um die Haupthandlung voranzubringen. Ah ja, danke. Was zeigen die anderen an? Die sind nämlich deutlich wichtiger, weil ich gern mit allen rede, die nicht die Story voranbringen. Wenn du nicht weiterkommst, dann drücke R, um eine Übersicht der Umgebung anzeigen zu lassen. Vielleicht ist ja jemand in der Nähe, der dir helfen kann. Okay, das ist wirklich fast eins zu eins wie Octopath Traveler. Im Verlauf der Geschichte begegnest du gelegentlich Charakteren, die deine Hilfe brauchen. Diese sind mit einem Symbol 3 Punkte im Gedankenbläschen markiert. Sprich mit ihnen, um deine Dienste anzubieten. Genau, die sind die wichtigen Leute. Der Rest ist egal. Die da links siehst, die lassen wir schön stehen. Die Punkte da. Nach denen bin ich total geil, könnte man sagen. Na dann, guck mal, da vorne sind Pünktchen. Boah, so viele, verdammt, so viele Pünktchen. Okay, wenn ich mir hier so den Sand ansehe, der sieht aus, als wäre er aus dem Pokémon-Studio geflohen. Da ist es wirklich ein bisschen matschig noch, da könnte man was dran ändern. Siehst du, ich sollte mir das hier nebenbei noch in einem Word-Dokument aufschreiben, weil die wollen ja, haben sie gesagt, in der Direct wieder... Huch, ich habe wohl versehentlich R gedrückt. Änderungsvorschläge. Sandtextur in Savalon. Ist einfach zu merken, weil es wie Avalon nur mit S. So, wo fange ich jetzt an? Boah, ich wünschte, Pokémon würde so aussehen. Hier, guck dir mal das Ding an. Ich meine, okay, es ist vielleicht gut, es ist eine Pappkulisse. Ist kein 3D, oder? Ist eine Pappkulisse. Ich wollte gerade sagen, boah, ich habe auch mal ein Spiel gebaut, das so aussieht, dass wenn du irgendwo reingehst... Warte mal auf damit. Bin ich das oder ist das das Spiel? Wenn du irgendwo reingehst, dass du noch draußen die Welt siehst. Aber das habe ich für Octopath schon dauernd erzählt. Was? Ich kann das Buch nicht ansprechen. 0 von 10 Sternen. Ich hasse es. 3x Äther erhalten. Das ist nett. Wann fange ich mein erstes Pokémon ein? So, let's view a little bit here. Okay, ihr seid alle Freiberufler. Das ist, glaube ich, hier ein anderes Wort für arbeitslos, oder? Weil die Jobs hier sind ja anders. Na gut, selbst bei mir ist Freiberufler ein anderes Wort für arbeitslos. Deswegen ist das egal. Aha, Schwarzmagierhut, Weißmagierhut, Mönch, Faust, Vorkämpfer. Okay, setz mal den Hauptjob Hut auf. Okay. Verstehe, das sind nicht nur Hüte, das ist direkt puschelig. Aber der Puschel weg sähe ja ganz cool aus. Alright. Ich weiß ganz genau, wem ich das da nicht gebe. Okay. Es tut mir jetzt schon mal leid für euch. Weil ich werde jetzt bei jedem mal durchgehen, wie Jobs aussehen, damit ich mir so einen Eindruck davon verschaffen kann. Kann ich ihn zufällig? Ja. Wusa, du siehst ja noch cooler aus damit. Bei dir passt der Buschel sogar irgendwie. So, das wird nicht passieren, weil die dann aussieht, als wäre er entflohen aus Russland und irgendwie, glaube ich, passt das nicht ganz zu ihr. Das ist ein bisschen gothy, oder? Also nicht der Charakter von Dingo, sondern auch nett. Erinnert mich ein bisschen an Tressie damals mit ihrer Runenlord-Rüstung. So, was ist mit dir? Sie hat auch so einen leichten Akzent, ich weiß nur noch nicht, was für einen. Krass, dir steht das noch mehr. Schöne Farben. Also sieht allgemein eine geile Farbgebung. Fascinating. Okay. Was mit dir? Ey, das kann kein Zufall sein, dass der ganze Kleidungsstil ist. Welche Farbe hat dein Büschel? Mhm. Beerus hat dein Büschel an Farbe. Nein.
Oh Gott, ich werde wahrscheinlich keinen Weißmagier dabei haben, weil die alle doof aussehen. Interesting, aber du kannst ein bisschen Van Helsing spielen. Ich glaube, das ist ganz lustig, wenn du Van Helsing spielst. So, er ist jetzt unser Schwarzmagier, habe ich festgelegt. Du ist schwer. Eigentlich ist der Freiberufler-Stil ganz cool bei dir. I'm not quite sure. Aber da ich ja keinen wie einen Maiswagen hier anziehen will. Vita, was ist ein Vita? Ist bestimmt... Anzeig umschalten? Okay. Die Werte. Liste ansehen. Ja, das würde ich gerne machen. Ah, Vita. Ist doch garantiert, steht nicht da. Achso, jetzt muss ich da auch noch auf Plus drücken. Das ist... Naja, okay. Da das Menü jetzt größer gestaltet ist als bei Octopath Traveler, ich meine, ich begrüße das sehr. Weil da muss ich nicht so sehr in den Fernseher kriechen. Aber gut, muss man sich daran gewöhnen, dass man halt Plus drücken muss. Ist jetzt nicht kein Untergang. Stellt die TP eines Ziels sämtlicher Ziele wieder her. Achso, falls mehrere Ziele, verstehe. Okay, wir brauchen also einen weißen Magier. Wer opfert sich? Ich weiß ganz genau, wer sich opfert. Cool, warte mal, du brauchst dich gar nicht opfern, fällt mir da auf. Of course I can give you this als Nebenjob. Ha! So, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und wir kriegen ja noch andere Jobs dazu. Zum Beispiel den Dieb. Wurde so angekündigt. So, was mache ich mit dir? Du kannst jetzt einen auf Titania machen? Oder wir lassen das. Weißt du was, du machst mal als Hauptjob Freiberufler und das hier als Nebenjob, weil darum... Ich mag deinen Stil. Ich glaube, den werde ich adaptieren. Ich suche immer Klamotten für einen meiner Charaktere aus den Büchern. Und da sie mich schon stark an diesen Charakter erinnert, vielleicht lasse ich mich beeinflussen. Ich weiß es noch nicht. So, Van Helsing, willst du noch einen Zweitjob haben? Ich habe ja gerne immer so einen dualen Zauberer. Also Nebenjob. So, und was mache ich mit dir, Klops? Kannst du mal versuchen, wertvoll zu werden. Starker Schlag und Schildstoß. Also nimmst du mal das hier als Nebenjob, weil die Fusseln, die brauchen wir nicht. Aber ich sehe schon, das bringt nichts. Oder? Wenn ich die als Nebenjob nehme, dann haben die nur eine Fähigkeit übernommen, oder wie ist das? Ich werde es ja mitkriegen. So, will ich dir trotzdem mal den Mönch geben? Ich gebe dir mal den Mönch. Das wird schon irgendwie funktionieren, denke ich. So, kriegst du noch irgendwas mit auf dem Weg? Ja, das hier als... Nee, du hast ja schon den Mönch als Nebenjob. Du hast nichts als Hauptjob, weil alles irgendwie seltsam aussieht bei dir. Hier gebe ich das mal als Nebenjob mit. Geht nicht, okay. Ich habe nicht gesagt, dass wir schnell vorankommen. Hier wird jetzt erstmal rumprobiert. So, habe ich jetzt alles. Du bist unser Schwarzmagier. Du bist Mönch. Du bist weiß und du bist auch nochmal Mönch und Schild. Okay, Shield Hero. Ach du Scheiße. Der hat Naofumis Frisur, oder? Ha! Ich hab dich gefunden! Da bist du also. Kann ich deine Hauptfarbe ändern? Wenn ich das machen kann, dann kann ich dich grün machen, dann haben wir hier wirklich einen Shield Hero. So, bin ich damit schon mal gut vorangekommen. Fähigkeiten. Okay. What? Passive Fähigkeiten. Kann ich nicht festlegen, weil darum. Ich muss mal bei den Jobs noch gucken, ob ich da irgendwie in der Liste neue Fähigkeiten hinzukaufen kann. Oder ob das direkt einfach nur an den Leveln geht. Das wird von alleine aufgelevelt. Er ist an sich Level 9, hat aber Vorkämpfer und Mönch Level... Achso, die Jobs levelt man quasi mit. Siehst du, aber schon wieder was rausgefunden. Wahrscheinlich wird das Spiel einem gleich nochmal alles erzählen und ich stehe dann wieder da, wie der Vollhonk, der das vorher schon alles rausgefunden hat. Okay, du kannst wieder, du kannst gar nichts. Du kannst, ja, du kannst nicht so richtig Feuer. Weil du nicht genug verstehe. Verstehe ich nicht.
Du hast doch 67 Mana-Punkte. Warum also reichen die 10 nicht aus? Das musst du mir mal erklären. Wahrscheinlich kannst du die gerade nicht benutzen. Kann das sein? Das kann sein. Weil jetzt hier ein Feuerball, das ist nicht Dungeons and Dragons, das würde nämlich nur Probleme geben. Objekte. So, die neuen Objekte. Ja, mach mal alles weg. Ah, wir Kräuter, Dolche, Stäbe, ach du Scheiße. Okay, ihr habt alle Mützen, oder? Hey, du hast eine Lederkappe. Okay. Verstehe, die ist auch schon ausgerüstet. Gut, 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 dann muss ich mich darum nicht kümmern. Tränke, Waffen, Schilde. Wer hat von euch ein Schild? Okay. Tunika haben alle von euch, weil darum... Sternanhänger natürlich. Ophelia hat den Sternanhänger. Entschuldigung, Gloria. So, heißt sie jetzt da unten eigentlich Adele oder Adele? Ich muss mir das vielleicht nochmal ansehen. Elvis ist nicht schwer, Elvis ist Elvis, aber... Gott, manchmal wünsche ich, man könnte die umbenennen. So, aha. Gut, haben wir auch. Einstellung, was haben wir denn hier? Feines Textsprache, Deutsch, Audiosprache, Japanisch, Englisch. Ja, nee, ich würde gerne weniger lesen. Kann ich mir das irgendwie anhören? Nee, ne? Müsste ich neu laden wahrscheinlich. Kamerasteuerung. Man kann die Kamera steuern? Wo? Musik, Geräusche, Stimmen. Mach mal die Stimmen bitte lauter. Die Musik ein bisschen leiser. Ja. Steuerungsmodus. Einhändig. Bin ich bescheuert. Normales Bewegungstempo, Zielmarkierung. Ja. Dialog und drücken abspielen. Was? Nein, nein. Ich will schon mit Textgeschwindigkeit. Ja. Okay. Mit Y gespeichert. Gut. Also hier drin kann ich die Kamera nicht bewegen, also hier draußen, verstehst du? Sieht aber noch ein bisschen matschig aus, so in der Ferne.